Platz gespielt von Susic und Hasibegic über das Tor. Die beiden, die lange zusammen in Frankreich gespielt haben, Hasibegic noch immer bei. Kopfballmöglichkeit und abseits vorher gepfiffen. Aber erste wirklich sehr gute Aktion, Wolfgang Funkel. Ja, so eine Art Kopfballungeheuer bei den Roten Teufeln. Hier. Immer wieder die langen Bälle auf den schnellen Juric. Und aufgepasst, ja, da kann man auch Elfmeter pfeifen, Herr Steinborn, aber er sagt, weiterspielen. Und haben dort also ganz großartig geholfen, sich ganz großartig engagiert und selbst aufgepasst, dass die Dinge tatsächlich vor Ort denen zugute kamen, denen es eben noch ein paar Tore zu sehen bekommen. Jo! Unser Wunsch war den Lauterern da fast Befehl. Aber ich glaube, er wäre auch dran gewesen, der Enver Lukicic. Oder war er sogar, und es gibt Eckball. Der 6, Katana, dabei Thomas Vogel. Den muss er enger nehmen, glaube ich. Und schießt er gleich ein Tor, da ist er drin. Da ist er drin. Ecke, Tor, fordern ja immer die Zuschauer und Tom Dooley, den ich gerade ein bisschen kritisiert hatte, weil ein paar Fehlpässe geschlagen hat. Er köpft in der 32. Schön von Kurz auf Bjarne Goldbeck und er sollte jetzt abziehen, spielt nochmal nach innen. Jawohl, ein wunderschönes Tor. Ausgegangen bei Stefan Kunz und auf die rechte Seite gespielt zu Bjarne Goldbeck. Und dann das Tor für den 1. FC Kaiserslautern durch Katana. Bastarevic. Schöner Pass. Ja, schade. Aber da laden sie die Bosnier ein zum Anschlusstreffer. Die Lauterer. Naja, ein Tor von einem Menschen, da habe ich mir eigentlich gewünscht, dass ich diesen Namen durch Hara Mehmedovic. So, ich habe den Namen noch ein bisschen geübt in der Pause. Und die Möglichkeit. Und da ist jetzt ein neuer Mann im Tor. Beim 1. FC Kaiserslautern. Ein Gast aus Koblenz, vom TuS Koblenz. Markus Paff. Ja, wunderbare Parade von dem neuen Mann bei diesem Schuss von Markus Kusmarin. Legt sich da den Ball noch einmal zurecht, hat eben eine Ecke fast verwandelt, wenn der Torhüter Jakovlevic da nicht aufgepasst hätte. Und nochmal so ein Ding und drin! Haha, wunderschön. Beim zweiten Versuch hat es geklappt. Und da staunt er jetzt. Beim ersten Mal hat er auf die kurze Ecke gezogen, beim zweiten Mal auf die lange. Und da hat es geklappt. Also da muss ich mal ganz weit zurückdenken. Schauen Sie sich mal dieses wunderschöne Tor an. Allein dafür hat es sich gelohnt, dieses Spiel zu übertragen. Da muss ich ganz weit zurückdenken. Der frühere Kapitän des 1. FC Kaiserslautern, Fritz Walter. Marino Kusic ist ins Spiel gekommen. Herzlich willkommen. Oh, das ist der gefährlichste bei den Bosniern. Der Mann mit der Nummer 4, der auch das Tor gemacht hat. Hara Mehmedovic, der auch hier diese Chance hat. Markus Marin, von der anderen Seite geht es natürlich nicht so gut, die Ecken direkt zu verwandeln. Oh, unterkante Oberlippe. Markus Marin. Und jetzt schießen sie aus allen Rohren, Thomas Ritter. Und Glanzparade von Ante Jakovlevic.
Schauen wir es nochmal an, diesen Schuss von Thomas Ritter. Der drei Koblenzer, die jetzt im Spiel sind. Drei Koblenzer Feldspieler, der Torwart ist ja auch noch dabei. Oh! Thorsten Stampfer und ein Schuss hier von Markus Marin. Also der Markus Marin, nicht nur wegen dieser verwandelten Ecke, direkt verwandelten Ecke. Soll stattfinden gegen Kroatien. Ich glaube, dass man da die Sache anders sieht, glaube ich. Ist es unter den gegebenen Umständen dort im Moment ohne Gefahr überhaupt möglich? Ja, meine Gefahr. Wenn man spielt, wenn wir spielen, so wie wir spielen, für andere Menschen, wo wir es einem gleich machen, dass anderen Menschen auch mal gut geht, egal was das ist, ob das jetzt, sag ich mal, man sitzt menschlich, oder ist jetzt menschlich. Oder ist empfohlen. So, viel Platz, das war klar abseits gewesen, aber nicht gepfiffen. Und jetzt das Tor durch Markus Marin, das Edgar Steinborn aus Sinzig gibt. Für mich ein klares Abseitstor, aber darauf kommt es jetzt eigentlich nicht mehr an. Zweites Tor für Markus Marin, den alles überragenden Mann. Und der Edgar Steinborn muss sich natürlich auch auf seine Linienrichter verlassen. Und da war er eben ein bisschen verlassen. Das war eigentlich klar Abseits. Gut, dieser Rückpass war kein Abseits mehr, aber vorher bei diesem Part, das war das 3:1, mittlerweile steht es 4:1 und das ist der Schlusspfiff. 4:1 gewinnt der 1. FC Kaiserslautern gegen die bosnische Nationalmannschaft. Das war's aus Koblenz, zurück nach München.